Pipebeats, herzlich willkommen zur 9. Folge vom 2022er Adventskalender und damit herzlich willkommen zurück zu Alpine, The Simulation Game. So, dann stehen wir hier oben wieder auf dem Berg und schauen mal, was unser Logbuch denn heute so für uns hat. Genau, heute eröffnen wir die Granithangbahn. So, auch die Pendelbahn ist bereit zum Auslaufen für diese Saison. Ob noch was zu tun ist, bis die MS Granithangbahn in See stechen kann. Wo nehmen wir den in Betrieb? Müssen wir 1 Kilometer fahren. Okay. So, stehen wir durch. Kleiner Flip. Ja, fast ein Doppelter. Und jetzt hier durch den Wald durch. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger. Fahr doch zu Marlies und informiere dich über die Lage. Okay. Ich denke, wir fahren mal zu Marlies und informieren uns mal über die Lage. Da sind wir. Marlies, hast du eine Aufgabe für mich? Ahoi! Hier spricht Kapitän Engelhardt. Wir sind mit unserem Kutter festgelaufen. Erbitten sofortige Hilfe. Mach dir keine Gedanken. Okay. Seitdem Engelhardt seine Seelizenz verloren hat, denkt er immer noch, er wäre auf einem Boot. Spiel einfach mit. Ja, das krieg ich hin. Ist das etwa eine Meuterei? Du willst doch wohl nicht von der Planke springen, nicht wahr? Große Worte für jemanden, der in seiner Kabine feststeckt. Okay. Mein Klabautermann, du hast recht. Sei eine gute Matrosin und hilf uns, von dieser Sandbank zu verschwinden. Na, okay, ich weiß gar nicht, wo er unterwegs sein wird, aber na gut. Können wir ja mal versuchen, den Motor neu zu starten. Na gut, dann machen wir das. So, wo müssen wir hin? 655 Meter nach hinten. So, aber wo soll hier irgendwie eine Art Boot sein? Also, Armin, ist hier ein See oder so vielleicht in den Bergen? So, hier vorne sollen wir hin. Okay. Was ist das? Ein Anker? Wo hat er denn den her? Engelhardt, warum ragt hier ein Anker aus deiner Kabine? Ach, herrje. Okay. Ich habe komplett vergessen, dass ich geankert hatte. Und jetzt ist das Bullauge zu klein, um den Anker abzumontieren. Nicht schon wieder. Mach nur bitte den Engelhardt. Anker los. Wo nimmt dieser Typ eigentlich die ganzen Seefahrerutensilien her? Weiß Wir sind nicht. Doch mitten in den Bergen. Das denke ich mir auch. So, fahr mal kurz mal hier hoch. Und schauen wir mal nach, dass er einfach einen Anker an der Kabine hat. Warum baut er einen Anker an einer Seilbahnkabine an? Anker lösen. Und Abfahrt. So. Juhu! Wir sind frei! Na dann nichts wie los! Na, viel Spaß, Engelhardt. Ich würde sagen, wir gehen einfach Offroad hier runter. So. Zack. Soll ich steuern hier? Okay. Kraft voraus! Na dann Abfahrt. Errungenschaft freigeschaltet. Ab zum Gipfel. Geil. So, wir gehen einfach mal Vollgas hier hoch. So, ich werde jetzt so sanft anhalten, wie es noch nie einer gemacht hat. So, wir gehen hier schon vom Gas. Und dann ganz sanft bremsen. Ja, ganz ruhig.
Ganz sanft. Ah, noch ein Meter. Bam! Vielen Dank, du hast die Fahrt abgeschlossen. Vielen Dank, dass du die Seilbahn sicher an ihr Ziel gebracht hast. Sehr geil. Gut gemacht. Jede Seilbahn im Resort wurde erfolgreich eröffnet. Skifahren. Folge den Marken und fahr die Piste hinunter. So, und dann machen wir uns auf den Weg, ne? So, zack. Schön Anschwung holen. Jetzt aber hier. Schön in die Hocke gehen und vollen Schwung mitnehmen. Und rein in die Kurve. Und rein in die Kurve. Alter, ich bin richtig ein Profifahrer hier. Schaut euch das an, Leute. Können wir hier irgendwie so Action-Musik in den Hintergrund legen? Und dann nimmt er die Kurve wie kein zweiter. So, er hat noch 240 Meter bis zum Ende der Strecke. Und er ist immer noch mit Vollgas unterwegs. So, da sind wir. Errungenschaft freigeschaltet. Geschwindigkeitsrausch. Geil. Du hast uns geholfen, das Skiresort erfolgreich wieder zu eröffnen. Jetzt kannst du jede Seilbahn und Piste nach freiem Belieben nutzen. Glückwunsch. Haben wir jetzt das Spiel durchgespielt? Schauen wir mal ins Logbuch. Ne, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Also ich hatte gerade das Gefühl, dass wir das Spiel durch haben. Aber zum Glück. Also wirklich zum Glück noch nicht. So. Also, Getränke für Victor können wir nochmal liefern hier. Können wir dann präparieren. Und Anker zurückbringen. Okay. So, Getränke für Victor. Fahrzeug benötigt. Der Victor hat dich gebeten, extra Getränke zu seinem Hotel zu liefern. Warum hat er jedoch nicht verraten? Okay, dann machen wir das doch mal. Dann schnappen wir unseren Pickup hier. Und dann ist Abfahrt. Dann holen wir mal die Getränkekiste und verladen die mal. So. Zeige ich knackig. Ah, mitnehmen. Ist auch schwer, du. Meine Güte. So, und rein. Zack. Und dann einmal 9000 Meter da hoch. So, sind wir hier bei Victor. Zack. Einmal aussteigen. Nehmen wir die Kiste mit. Wo sollen wir die hinbringen? Hier vorne. Ah, hier hin zum Eingang. So, Mission abgeschlossen. Geil. Dann haben wir hier noch Kinderland präparieren. Lara will das Kinderland wieder aufbauen und hat dich gefragt, ob du die Piste dort präparieren könntest. Dann werden wir das Kinderland doch mal eben nochmal präparieren. Dann muss ich da mit der Raube ganz hin. Och nö, du. So, machen wir erstmal hier alles wieder an. Es ist fertig. Da ist meine Mikrowelle wieder fertig. So, wollen wir mal das Kinderland präparieren hier. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und einmal noch drehen und dann haben wir's. Mission abgeschlossen. Geil. So, was haben wir zu tun? Anker zurückbringen, Fahrzeug benötigt. Engelhorn will unbedingt seinen Anker zurückhaben. Er behauptet, es sei ein wertvolles Familienerbstück. Das heißt, ich kann die Mikrowelle jetzt erstmal 1 Kilometer wieder zurückfahren. Und nochmal mit dem Pickup hier hin und für Engelhard seinen Anker zu holen. So, Pipeels. Und damit haben wir die Garage erreicht. So, Pipeels. Das soll es mit der 9. Folge vom Adventskalender 2022 gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.